Hallo und einmal durch die Blume gesprochen. Heute geht es um grünen Spargel. Der im Unterschied zum klassischen weißen Spargel, Klaus, ein, und das habe ich von dir gelernt, ein Grasgewächs ist, richtig? Ein Grasgewächs, welches oberirdisch wächst. Genau, drum ist er auch grün. Drum ist er grün und hier ist so ein Paradebeispiel. Oh, hier können wir ein perfektes Beispiel nehmen. Du siehst grün, 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 grün und hier wechselt es ins Violette. Und dieses Stück sollte man abschneiden. Weil es ist tatsächlich so, wenn du das nicht abschneidest, abschälst, da kaust du später drauf rum. Das ist wie, wenn du beim weißen Spargel die Schale dran lässt. Das ist nicht lecker. Ich bin jetzt schon so oft gefragt worden, was magst du eigentlich lieber, grünen oder weißen Spargel? Und ich kann immer nur sagen, ich finde, das ist beides geil. Also ich finde beiden gut. Ja. Präferenz in der Spargelzeit immer ein bisschen zu weiß. Aber ich finde den grünen Spargel, wenn der gut gemacht ist, ist der wirklich immer Wobei man ja sagen muss, und da muss ich sagen, da bin ich nicht auf deiner Seite, den grünen Spargel kriegst du ja ganzjährig. Ja, aus dem Grund, muss ich sagen, ist der weiße Spargel für mich schon mal noch mal ein bisschen besser, weil du da halt eben wirklich diese, keine Ahnung, ab April bis zum 24. Juni. Ganz kurzer Frischetest, also achtet unbedingt darauf, dass der wirklich frisch und grün aussieht. Ne? Das ist jetzt erstmal so ein banales Beispiel, aber und auch an der Stelle könnt ihr ein bisschen drauf gucken. Nein, wir drücken. Können. Nein. Doch, guck doch mal. Wie das, nein. Na, guck doch mal, wie nein. Das. Nein. Der ist gekocht, deshalb kommt da Wasser raus. Also, hört bitte nicht drauf, was Volker gesagt hat. Diesen Spargel habe ich schon einmal in Salzwasser blanchiert. Und dann kommt das Wichtigste, wir haben den ganz, ganz kalt abgeschreckt. Ja, da kommt auch ein Schokolade. Ernsthaft? So, jetzt machen wir, jetzt arbeiten wir. Okay, jetzt also, wir nehmen Parmaschinken, dann nehmen wir zwei Stangen, die ich nur in eine Richtung auslege. Ja. Dann nehme ich ein bisschen Parmesan. Hau das drüber. So, einmal drüber. Guck mal. So, einmal hier. Und dann klappen wir das Ganze schon zusammen. Okay. Und dann richtig schön eng rollen. So, dann geht das wirklich ganz, ganz flott. Schlückchen Olivenöl in die Pfanne. Und dann gehen wir her. Ich mache einen Ticken wärmer. So. Sollte ich bereit derweil schon mal so einen kleinen Tomatensalat vor, hast du mir gesagt? Hast du bereitest unbedingt. So, guck mal, jetzt geben wir das hier rein. Und dann müssen wir, ich würde immer den Spargel, wenn ihr so Röllchen macht, legt das immer auf die Schnittfläche vom Parmaschinken. Ja. Weil dadurch brät der zusammen, das Eiweiß verklebt und dann kann es den nicht auseinanderfröseln. Was praktisch ist, wenn man ihn nachher isst, ne? Was nicht schlecht ist, ja. Die ganz feinen Leute, ne? Die ganz feinen Leute essen ja hauptsächlich die Spargelspitzen, ne? Das ist vor allem beim weißen Spargel. Darf ich das machen? Bitte, natürlich. Dankeschön. Da traut es mir wieder nicht zu. Nee, du sollst die Tomaten noch machen. Da traut es mir nicht zu. Du sollst die Tomaten noch machen. Aber es ist tatsächlich so. Strenge Formel. Es ist tatsächlich so, dass ich habe ja mal in London bei der Familie Bismarck als Privatkoch gearbeitet. Genau. Und habe wirklich dort gelernt, dass Spargel, so war es zum damaligen Zeitpunkt, das einzig gekochte Lebensmittel ist, was man mit den Fingern essen darf. Und dort wurde wirklich nur. Was ist mit Chicken Wings? Ja, also da. Okay, aber gut. Was ist mit Chicken Wings? Okay. So, und die haben wirklich nur den Kopf gelassen. Ja. Nur das obere Drittel haben die abgebissen und wieder hingelegt. Wahnsinn, oder? Absolut. Nein, das darf man nicht. Ich möchte den Bismarck nicht zu nahe treten, aber. So. So, guck mal. Einmal so rum. Jawohl. Und jetzt hier, wir haben gesagt, wir machen noch einen kleinen Tomatensalat. Ja. Für drunter. Den mit dazu. Was machen wir in Tomatensalat rein? Ich würde ein bisschen Salz, Pfeffer mit reinmachen. Klein bisschen Olivenöl. Und wir wissen, Tomaten lieben immer Zucker, weil da kommt der Geschmack besser raus. Ich habe auch ein bisschen gespinst, ehrlich gesagt. Nein, überhaupt nicht. Salz da drauf. So, komm, du musst ein bisschen Zucker dran machen. So, ja, sehr gut. Rührst du mal rum. Hier. Ja. Achso, du hast nichts. So, hier reicht es schon. Ich kann es schon ausstellen. Siehst du, wie schön wir die Farbe haben? Von der einen Seite. So, und jetzt können wir anrichten. Ich brauche die Teller so, von dir. So, guck mal, und an der Stelle brauchen wir beim Spargel auch gar nicht groß salzen, denn wie immer, der Speck natürlich ein bisschen Salz auch abgibt, richtig? So, genau. Und wir machen unten drunter ein ganz klein bisschen Balsamico-Creme, weil dadurch haben wir ein bisschen leckere Süße noch drin. Schau mal her. Warte, das geht heute Hand in Hand hier. Das geht richtig zur Sache. Ja. Oder? Wie bei den Bismarcks in der Küche. Du. Ich bin kurz davor, den Kopf vom Spargel abzubeißen. So, reicht. Guck mal. Und ich weiß ja, du bist der Köpfchentyp. Oh, das sieht aber schon sehr, sehr schön aus jetzt, oder? Deshalb kriegst du heute nicht die Köpfchen. Die Füßchen, guck die mal Füßchen. Hier. Also, schaut mal, das kann man wunderbar als kleine Vorspeise machen. Kann man sich aber auch in größeren Mengen einfach als Hauptgericht machen. Und dann sieht das richtig toll aus. Guck mal an da. Oder? Das also, machen wir auch dazu. Schau mal her. Grüner Spargel in kleiner Bacon-Scheibe ausgebacken mit ein bisschen Tomatensalat drunter.
Das solltet ihr probieren. Also ich probiere das jetzt. Komm mal, ich nehme hier. Sehr gut. Lecker. Mmh, lecker. Nachmachen.